Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Nebel des Grauens. Nein, zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Gut, wir sind immer noch hier in der Wie ihr wünscht. Grotte unterwegs. Ah, hier hatten wir mit Kutti geredet. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das Irenikus ist. Wer soll es sonst sein? Eine Höhle? Eine Höhle in der Höhle. Und ja, ich habe mir mal die Aufnahmen angesehen und ich habe es geschafft, diese blöde Quest mit den Säcken zu verpacken, indem ich einen Sack habe despawnen lassen. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Okay, Wasserfall. Also ja, hier oben irgendwo. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Oh, hi. Schatten. Ewig wachsame Wächter. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Okay, ein Todesalb ist ja auch noch irgendwo. Ja, no problemo. Boris, zu den Waffen. Das Monsterkehrt zurück. Ihr werdet uns nicht besiegen, ihr faulen Trottel. Ich denke, ihr verwechselt mich mit jemandem, meinem Freund. Ich bin wohl kaum ein Monster. Wie ist euer Name? Hey, es gibt keinen Grund, ausfallen zu werden. Ich habe in dem Moment, dass ich euch gesehen habe, ja auch nicht gesagt. Hey, seht nur ein Toter. Sterbt ein zweites Mal, Geist. Nehmen wir mal die zwei. Ihr werdet unseren Klingen zum Opfer fallen, Scheusal. Das ist ein Fehler, beruhigt euch bitte. Ich will euch nichts tun, ich verspreche es. Reißt euch zusammen, Gespenst. Wartet, diese Kreatur spricht für ein Lebendiger eurer Art, Mensch. Aus gutem Grund, das versichere ich euch. Könnt ihr mich nun verstehen? Wenn dem so ist, sagt mir, wer ihr zu Lebzeiten wart. Was hat euch in diese unheilvolle Lage gebracht? Ja, endlich bemerkt mich jemand. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Stones fell around us. The screams of the dying filled our ears. We ran, seeking safety. Wings beat in the air. There was fire. I smelled burning flesh. A stone cut me as a wall collapsed. Steine fielen um uns herum nieder. Es waren nur noch die Schreie der Sterbenden zu hören. Wir rannten und wollten uns in Sicherheit bringen. Flügel schlugen in der Luft. Da war Feuer. Ich roch verbranntes Fleisch. Ich wurde von einem Stein verletzt, als eine Wand einstürzte. Was ist dann passiert? Wir fanden uns an einem undunklen Ort wieder. Ich erinnere mich, dass wir uns beieinander eingehakt haben, damit wir uns nicht verlieren. Als wir das Leuchten von Pilzen sahen, machten wir uns auf den Weg dorthin. Spricht weiter. Auch eine andere Kreatur wurde vom Licht angezogen. Ein zwölfköpfiger Riese mit einer Keule, so groß wie ein Mann. Er griff uns ohne Grund an. Wir verteidigten uns, aber das Monster zu töten, kostete uns das Leben. Und seitdem seid ihr hier? We wander this place endlessly now, unable to find our path to the Fugue Plain. These caverns all look the same to our dead eyes. Can you help us? Wir durchstreifen diesen Ort nun ewig, unfähig, den Weg zur Fugenebene zu finden. Diese Höhle stehen in unseren toten Augen alle gleich aus. Könnt ihr uns helfen? Ich schätze, ihr sucht mich heim, wenn ich es nicht mache. Unsere Überreste liegen zu euren Füßen. Wenn ihr einen Weg zur Fugenebene findet, legt das
was von uns übrig ist, auf dem Weg, damit wir weiterziehen können. Ich werde euch dabei helfen, Frieden zu finden. Darauf gebe ich euch mein Wort. Sicher, wenn ich über ein Portal zum Jesus stolpere, kann ich euch gern hineinschubsen. Wenn ich euch damit zum Schweigen bringen kann, werde ich einen Weg finden, das zu tun. Nehmen wir die zwei. Wir danken euch. Lebt wohl. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Gehen wir mal kurz rein und wieder raus. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das sollte die Gegner resetten. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht auch nicht. Nur zu fragen. Ja? Zerstör einfach. Ihr braucht so. Nur zu fragen. Be direct. What? Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen. Wie schwer sind denn eure Reste? Worum oh, da ist das. Da ist das Todesalb. So. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie schwer seid ihr? 20. Okay. Und es sind 5 Stück. Yes, dear. Eine. Was? Eine was? Ach, kaputte Rüstung. Okay, ich habe Kupfer der Rüstung gelesen. Ah, natürlich Pfeile, die nicht identifizierbar sind. Okay. Die zwei Schädel auf den Schultern dieses gewaltigen Skeletts geben die Überreste als Ethina zu erkennen. Wie ihr wünscht. What? Dostorn. So, jetzt müssen wir noch die Überreste nehmen. Überreste. 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 Und da ist noch ein 5. Überrest. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Ja, ich werde mich im Handel. Wieder viel zu viel Zeug zum Verkaufen. Ihr braucht nur zu fragen. Ist übrigens die Frage, wo wir am besten das Wasser und alles vergiften sollen. Also wahrscheinlich auch noch ein Stück weiter oben. Nicht angreifen, Rückzug. Stand your ground. Rein the Driders in. Haltet die Stellung, zügelt die drinnen. Also die Drider. This assault benefits neither of us. I suggest a parley. Dieser Angriff bringt keinem von uns was. Ich schlage eine Unterredung vor. I suggest you withdraw. Ich schlage vor, dass ihr euch zurückzieht. Was geht hier vor sich? Wieso kämpft ihr? Wäre es auch nur irgendwie möglich, dass ich dieses kleine Gebiet einfach passiere und dann meiner Wege gehe? So unterhaltsam es auch sein mag, euch beim gegenseitigen Abschlachten zuzusehen, ich muss hier durch. Nehme ich die zwei. Diese Dwarf haben uns ohne Grund angegriffen. Wir haben uns nur verteidigt. We did not come here to fight. Wait. Who is that at your side? Viconia?
Fekonia de Vir? Can it truly be you? Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Moment mal, wer ist das an eurer Seite? Vekonia? Vekonia de Vir, seid ihr das wirklich? Shapur, it's been a long time. Shapur, schon lange nicht mehr gesehen. Ihr beide kennt euch. Ist das nicht schön? Alte Dwarf-Freunde sehen sich zufällig in den Höhlen unter Drachenspeer wieder. Da kommen mir gleich die Tränen. Falls ihr diese Frau kennt, Vekonia, dann sagt, dass sie uns aus dem Weg gehen soll. Ihr beide kennt euch. Es ist schon lange her, aber nicht lang genug für meinen Geschmack. Vekonia aus dem Haus de Vir, euer Anblick macht mich krank. Hey, passt auf euren Ton auf. Vekonia ist eine Freundin von mir. In meiner Anwesenheit werdet ihr nicht schlecht von ihr reden. Meine Lieblingsperson ist auch nicht gerade. Was soll ich sagen? Ich brauche einen Heiler. Das böse Blut zwischen euch und Vekonia kümmert mich nicht. Nehmen wir die als. Please, you'll only make things worse. Benno, ihr bitte, ihr macht alles nur noch schlimmer. Schlimmer? Wie soll das überhaupt gehen? Eure Taten sind unverzeihlich, die wir. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Ihr habt der Spinnenkönigin den Rücken gekehrt. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Vekonia hat sich immer wieder als gute Freundin erwiesen. Ich vertraue ihr. In dieser Angelegenheit füge ich mich eurer Weisheit, Vekonia. Ich würde mich niemals trauen, einer Spinnenkönigin den Rücken zu kehren. Ihr interessiert mich nicht und eure Königin der Spinnen schon gar nicht, Dwarf. Dann nehme ich die zwei. You did not come here to argue theology, Shapur. Tell us why you have ventured this far up from the Underdark. Ihr seid doch nicht hier, um über Theologie zu streiten, Shapur. Sagt uns, wieso ihr euch so weit hinauf vom Unterreich gewagt habt. Na schön, für mich seid ihr nichts weiter als eine dreckige Ratte in diesem Reisenden zu, der diesem Reisenden zu Füßen liegt. Sagt das nicht nochmal und ihr könnt tun, was ihr wollt. Jetzt erklärt euch, wieso seid ihr hier? Wir reizen, bitte fahrt fort. Meine Geduld ist langsam am Ende. Vekonias Vergangenheit ist belanglos. Ich möchte nur wissen, warum ihr jetzt hier seid. Nehmen wir die Eins. Two young drow, little more than adolescents, are lost in these tunnels. Bring them back unharmed, and I will spare your life. Zwei junge Drau, sie sind bloß Jugendliche, haben sich in diesem Tunnel verirrt. Bringt sie unversehrt zurück und ich werde euch euer Leben lassen. Und ich glaube, ich habe sie schon einmal gesehen. Sie waren auf dem Weg zur Oberfläche. Was? Schnell ihnen nach. Ihr habt uns aus der Klemme geholfen. Diese Drau hätten uns sicher alle bis auf den letzten Soldaten umgebracht. Hier, es ist nicht viel, aber ich hoffe, ihr könnt diesen Umhang als Dankeschön annehmen. Dankeschön. Und das ist sogar meine Größe. Danke. Es wird Zeit, an die Oberfläche zurückzukehren. Was ist das? Gargüllenumhang. Widerstand gegen physischen Schaden schützt vor kritischen Treffern. Einmal täglich Steinform. Nee. Dann doch lieber für mich. Gut. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. You're good people. I like to see that. Especially in Children of Murder Gods. Das liegt hier auf dem Boden rum. Oh, ein Heiltrank. Was jetzt nicht unbedingt so toll ist. So, hier oben ist nicht mal was. Ich habe hier nur gerade einen Streit geschlichtet. Strunk. Genießt eure Freiheit, solange ihr noch könnt. Bald werdet ihr mir gehören. Okay. Forgive me if I lack the time for conversation, fellow crusader. I'm in the middle of a delicate ritual. Verzeih mir, dass ich gerade keine Zeit zum Plaudern habe, Kreuzrittergefährte. Ich führe gerade ein heikles Ritual durch. Ihr seid wohl eine Art Arkanist. Was ist das für ein Ritual? I'm binding water elementals from this river. Creatures of pure water that will serve me as I do Kalar's work on the battlefield. With their power, the crusade's success is assured. Ich binde Wasserelementare aus diesem Fluss. Diese reinen Wasserkreaturen werden mir auf dem Schlachtfeld bei meiner Arbeit für Kalar dienen. Mit ihrer Kraft ist der Erfolg des Kreuzzugs sicher. Ich kenne mich etwas mit der Natur der Elementare aus. Sie hassen es, ihre natürliche Ebene zu verlassen und durch Magie gebunden zu werden. Sie tun, was sie
Wollt, freiwillig oder nicht, ist das Ritual gefährlich. Ich muss gehen und mich um meine eigene Mission kümmern. Nehmen wir mal die 1. Freiwillig oder nicht, ist das wichtig? Es ist besser, dass diese Kreaturen sterben und nicht Kaelas würdige Diener. Die Bedürfnisse der Dame sind wichtiger als die Bedürfnisse der wenigen. Da habt ihr recht, das ist Ansichtssache. Ich werde euch meine Meinung mitteilen, indem ich euch auf grausame Weise fertig mache. Dann lasse ich euch das Werk der drei strahlenden Dame verrichten. Nehmen wir mal die 1. Das sind niedere Kreaturen, die außer ihrer Kraft nichts zu bieten haben. Wenn ich sie binden kann, soll ich diese Kraft nicht zum Wohle aller einsetzen? Kaelheim ist gut, meint ihr. Und wie viele Unschuldige werden dabei umkommen? Nein, das werde ich nicht zulassen. Das hat hier sein Ende. Wenn ihr sie binden könnt, aber könnt ihr das auch, wenn ich euch anstupse? Was ist dann? Stört euch das? Werdet ihr nicht gerne angestupst? Danke, dass ihr mir von eurer Arbeit erzählt habt. Jetzt muss ich gehen und mich um meine eigene Mission kümmern. Nehmen wir mal die 2. Wollt ihr sterben? Mit diesem Unsinn bringt ihr uns beide in Gefahr. Verzeiht, ich habe nur gescherzt. Mir macht es nichts aus, euch in Gefahr zu bringen. Zumal ich kein echter Kreuzritter bin. Hier, lasst mich euch noch etwas mehr in Gefahr bringen. Die Elementare stehen nicht mehr unter meiner Kontrolle. Sterbt mit ihnen.